Mein Name ist Heiko Burghoff. Das ist mein 57er GMC Pickup. Der hat einen 5,7 Liter Motor und eine 4-Gang-Hydramatikgetriebe. Und ich habe den aus Stuttgart, wo er in einer Halle stand und eigentlich auf mich gewartet hat. Das Auto war ja ein wenig mitgenommen, was der Rost betrifft. Türen waren auf, Kabinendecken waren ordentlich durchgerostet. Und wir haben ihn dann komplett auseinandergeschraubt, haben die ganze Kabine gesandstrahlt, löcherdicht geschweißt, grundiert und neu lackiert, haben neue Kotflügel rangemacht und eben alles im Originalfarbton lackiert. Und neue Reifen natürlich, Weißwandreifen gehört dazu. Und letztes Jahr, also ein Jahr später, habe ich dann die Ladefläche neu gemacht, das kaputte Holz rausgemacht, alles neu. Und er fährt sich wirklich super. Es macht richtig Spaß, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Der Besitzer von dem Auto hat dieses Auto von seinem Kumpel aus Amerika. Der hat den von dem eigentlichen Besitzer, der den wiederum in Zahlung genommen hat für sein Motorrad. Ja, wir haben auch den Innenraum natürlich komplett lackiert, neue Teppiche rein. Wir haben das Lenkrad, das war an manchen Stellen gerissen, das haben wir ein bisschen aufgefüllt und auch im Originalton nachlackiert, was ein bisschen schwierig war. Es ist einer der wenigen Pickups mit langer Ladefläche und Reservereifen an der Seite. Die meisten, die rumlaufen, auch in Amerika, sind Shortbeds und dieses halt ein Longbed. Also es ist schon was Seltenes. Und wenn du damit irgendwo hinfährst, die Leute gucken und freuen sich und das macht echt Spaß. Die Stoßstange hinten mussten wir nochmal neu verchromen lassen, weil die ziemlich zerkratzt war. Aber es ist wirklich, mit dem Auto zu fahren, ist ein Erlebnis. Ja, wir waren mit dem Auto schon mal auf dem Stoppelcross-Rennen, sind dann rückwärts an die Bande rangefahren, haben uns unsere Zweiersitzbank auf die Ladefläche gestellt und haben dann schön das Rennen beobachtet. Und der Bauer, der da so ein bisschen für die Bahngeschichten zuständig war, kam gleich an und sagte, Mensch, soll ich euch noch einen Ballen Stroh auf die Ladefläche packen? Das ist doch viel schicker. Und irgendwann kam auch der Veranstalter an und sagte, du, bei euch stehen so viele Leute, die sollen hier beim Rennen zugucken und nicht bei dir auf deinem vollen Pickup.1957. Das Farmland in den USA ist riesig und noch zählt Manpower, Muskelkraft. Nach Pferd und Flinte wird der Pickup zur Country-Ikone. Elvis singt Jailhouse Rock, die Everly Brothers Bye Bye Love und Johnny Cash I walk the line. Präsident Eisenhower schickt Soldaten nach Arkansas, weil sich der dortige Gouverneur weigert, farbige Schüler in die Schule zu lassen. 3 Jahre nach offizieller Aufhebung der Rassentrennung. Die Welt gerät ins Taumeln, weil die Großmächte Atomtests und Ernstfallübungen durchführen. Auf dem Lande Familienleben und ganz viel Tradition.